Spreewald Konserve Golzen ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 170 festen Mitarbeitern und 200 bis 250 Saisonarbeitern. Hier werden 60.000 Tonnen Rohware in Form von Äpfeln, Gurken, Rotkohl und Ähnlichem zu Konserven verarbeitet. Bei dem Produktionsprozess der Spreewaldkonserven Golzen entsteht hochorganisch belastetes Abwasser. Dieses Abwasser wird in der Abwasseranlage aufbereitet und dabei entsteht Biogas. Dieses Biogas wird in der Kesselanlage verbrannt und dabei entsteht Wärme. Diese Wärme kann im Produktionsprozess verwendet werden. Das Abwasser aus der Produktion durchläuft eine mehrstufige Abwasseraufbereitungsanlage. Als erstes wird das Abwasser filtriert, um Grobstoffe herauszuholen. Danach durchläuft es die Anaerobanlage. Dort wird die Organik zu Biogas umgewandelt. Um das Abwasser in einen Fluss einleiten zu können, muss es in einer zweiten Aufbereitungsstufe so gereinigt werden, dass die restlichen organischen Inhaltsstoffe entfernt werden. Dazu wird ein Belebungsverfahren eingesetzt. Der wichtigste Bestandteil der Abwasseranlage ist die Anaerobanlage. Sie bietet die Möglichkeit, auf engem Raum hohe Frachten abzubauen. Gleichzeitig entsteht der Biogas und die Entsorgungskosten sinken, da im Anaerobverfahren wenig Schlamm anfällt.